Was kann eine Kanban-Turing-Maschine mehr als eine Standard-Turing-Maschine? Und als Antwort gibt es auch wieder einen Satz. Das ist Abkürzung KTM ist gleich TM also. Zu jeder Kanban-Turing-Maschine, die eine Funktion F berechnet oder eine Sprache L akzeptiert bzw. entscheidet, gibt es eine Standard-Turing-Maschine mit der gleichen Fähigkeit. Und auch hier wieder die gleiche, ähnliche Argumentation wie eben. Wenn ich alles, was ich mit so einer Kanban-Turing-Maschine kann, auch mit einer Standard-Turing-Maschine machen kann, ja, dann ist dieses Maschinenmodell nicht mächtiger. So, und der Beweis dafür, das ist hier die Skizze, um die Idee zu verdeutlichen. Wir machen das jetzt wieder mit diesen Spuren. Eben haben wir ein Band umgeklappt, beziehungsweise eben haben wir dann aus dem einen Band, haben wir ein Band mit zwei Spuren gemacht. Das reicht hier nicht ganz aus. Hier haben wir K-Bänder und wir brauchen jetzt 2K-Spuren. Wir haben zwei Arten von Informationen. Die eine Information, die wir benötigen, ist der Inhalt des Bandes. Ja, hier Band 1 beispielsweise, bestehend aus irgendwelchen Buchstaben. Auf Band 2 irgendwelche Zahlen. Auf Band K hier irgendwie eine Mischung von beiden. Die zweite Information, die wir benötigen, ist, dass wir irgendwie die Kopfposition uns merken. Wir haben bei diesen Dingen hier K voneinander unabhängige Schreibleseköpfe. Ja, während hier beispielsweise auf Band 1 auf dem Symbol auf der Kopfposition verblieben wird, wenn ich einen Übergang mache, kann auf Band 2 irgendwas passieren. Da kann ich was schreiben, da kann ich nach links gehen, da kann ich nach rechts gehen. Also die sind vollkommen unabhängig voneinander und das muss ich natürlich jetzt später auch irgendwie abbilden. So, und das macht man, indem ich 2K-Spuren einführe. Ja, dann wieder die gleiche Idee. Wir machen das sozusagen mit einer Standard-Turing-Maschine, wo wir ja nur eine Zelle haben. Also im Prinzip ein Bandalphabet, wo wir jetzt 2K-Elemente sozusagen in einer Zelle drin stehen haben. Spur 1 enthält den Bandinhalt des ersten Bandes und Spur 2 ist einfach nur eine Codierung, wo der Kopf steht. Also bezogen auf das Beispiel hier oben. Ja, an der zweiten Stelle hier auf dem B steht der Kopf. Da würden wir jetzt irgendwie, Pfeil habe ich jetzt hier angedeutet, da können 0 und 1 stehen, da kann irgendwas stehen. Auf jeden Fall, dass man erkennt, aha, an dieser Stelle ist der Kopf. Spur 3 dann wiederum, das ist das zweite Band hier. Und in Spur 4 die entsprechende Kopfposition. Und die 2K-erste Spur, um das Karteband zu speichern und den Inhalt des Kartenbandes. Und in der Spur mit der Nummer 2K entsprechend die Kopfposition. Das heißt, die STM zur Simulation der Kanban-Turing-Maschine. Und diese Spuren heißt immer, wir arbeiten auf einem anderen Alphabet. Arbeitet auf dem folgenden Alphabet. Ja, wenn Sigma das Alphabet war, also das Ding, das ist, wir arbeiten hier jeweils auf einem eigenen Alphabet. Sigma 1 bis Sigma K. Das heißt, ich muss das jetzt eigentlich wirklich hier so hinschreiben. Und wenn wir mal diesen Pfeil als Symbol für die Markierung der Kopfposition verwenden, dann arbeiten wir eigentlich auf so einem Alphabet. Also irgendwie das ursprünglich erste Alphabet, also das Alphabet, mit dem wir auf Band 1 arbeiten. Dann als zweiten Eintrag in dem Tuppel entweder ein Blank oder ein Pfeil. Ja, das ist das, was hier steht auf Spur 2. Dann das Ganze mit allen Alphabeten für alle Spuren. Das heißt, das geht dann bis Sigma, K, Kreuz, Blank, Pfeil. Das ist sozusagen das Alphabet, auf dem dann diese Maschine arbeitet. Also ein Eintrag würde dann hier beispielsweise so aussehen. Dann nehmen wir mal das Ding hier. Da hätten wir A, Blank, 1, Blank, Pünktchen, 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 A, Blank. Das ist jetzt sozusagen ein Symbol oder ein Eintrag auf dem Band der Standard-Turing-Maschine. So, wie arbeitet das Ding? Das läuft in mehreren Phasen. In der ersten Phase muss sozusagen erstmal das Ding entsprechend kodiert werden. Das heißt, es müssen diese Spuren erzeugt werden. Wir müssen auch wieder so Markierungen, wie wir das hier eben auch gemacht haben, bei dem Dingen hier, da hatte ich gesagt, hier müssen wir irgendwie so eine Marke verwenden. Wenn wir nämlich erkennen, dass wir über das linke Bandende hinauslaufen, das darf uns ja jetzt hier auch nicht passieren. Also müssen irgendwie das Ganze vorbereiten und uns auch hier so Marken irgendwie hinsetzen, um das linke, jeweils linke Spurende zu erzeugen. Das heißt, da, also die Startkonfiguration sieht ja immer so aus, dass nur auf dem ersten Band steht, nämlich die Eingabe des Wortes, ja, dann irgendwie der Schreiblesekopf irgendwie hinten am Ende und auf allen anderen Bändern. Da starten wir ja mit einem leeren Band. Ja, das ist irgendwie Kanban-Turing-Maschine. Und die Eingabe ist immer auf dem ersten Band. Von Band 2 bis Band K ist der Inhalt leer, der Kopf steht ganz links. Das muss halt entsprechend kodiert werden. Also das ist die erste Phase. In Phase 2 erfolgt eine Simulation der Arbeit der Kanban-Turing-Maschine. So, und da muss man jetzt sich überlegen, wie man das hinkriegt, dass man sowohl durch die Bänder quasi durchläuft und dann hier parallel sozusagen diese Kopfsimulation, diese Kopfbewegung oder Operationen auf den K-Bändern durchführt. So, das passiert für jeden Schritt, also für jeden Übergang mit der Übergangsfunktion, muss zweimal durch das Band durchgelaufen werden. Müssen zwei Durchläufe durch das Band. Wir haben ein endliches Alphabet oder wir haben endlich viele Alphabete, wir haben endlich viele Bänder, K-Bänder. Und wir müssen uns im ersten Durchlauf merken, Durchlauf 1,
Das müssen wir uns erstmal angucken, welches Zeichen steht auf jedem der K-Spuren. Also wir müssen hier irgendwie gucken, an welcher Stelle ist der Kopf positioniert. Das müssen wir erstmal rausfinden. Dann gucken wir uns das jeweilige Zeichen auf der entsprechenden Spur an. Da es dann unendlich viele von gibt, kann man sich das in einem Zustand merken. Lese die aktuellen Zeichen der K-Spuren. Und im zweiten Durchlauf, da wird jetzt wirklich der Arbeitsschritt durchgeführt. Ausführung des Überganges. Das heißt, auf jeder der K-Spuren wird dann die Operation durchgeführt, die halt auf jedem der K-Bänder durchgeführt werden würde. Das heißt, auf der ersten oder auf der Spur mit der ungeraden Nummer passiert gegebenenfalls ein Eintrag. Also irgendwie hier wird das B durch ein C ersetzt oder sowas. Und in den Spuren mit der geraden Nummer, da wird gegebenenfalls halt eine Positionsänderung vollzogen. Das heißt, wenn auf Band 1 nach links gelaufen wird, dann wird auch dieses Zeichen hier einfach um einen nach links gesetzt. Also von der Idee her, das kriegen wir so hin. Ausführung des Übergangs im zweiten Durchlauf. Bei dieser Simulation muss man auch wieder hier mit so Markern arbeiten. Linker Marker, rechter Marker, linker Marker, damit wir erkennen, wann wir über das Bandende gegebenenfalls hinauslaufen, weil dann würden wir uns aufhängen. Und wenn wir nach rechts laufen, dann müssen wir gegebenenfalls diese Spuren ergänzen, wie wir das eben auch schon mal gemacht haben. Und in dem dritten Teil, wenn M anhält, muss auch die simulierende STM anhalten. Dann muss noch das Band aufgeräumt werden. Ja, also das war sozusagen das, was wir hier mit diesen Bandzeichen verwendet haben. Das müssen wir wieder aufräumen. Ja, alle übrigen Bänder außer dem allerersten müssen leer sein, sodass der Inhalt dann da drauf geschrieben wird. Die Köpfe müssen zurückgefahren werden. Aber das alles ist Fleißarbeit und ist jetzt irgendwie auf jeden Fall realisierbar. Also damit Fleißarbeit, aber machbar. Und damit ist im Prinzip hier das auch gezeigt, dass wir zu jeder K-Bahn-Touring-Maschine halt auch so eine Standard-Touring-Maschine realisieren können.